Heute war die Sgula zu lesen, Schnei Mikra Bechat Argum, Parashat Amman, den Abschnitt von Manna zu lesen, zweimal den Text und einmal die Übersetzung von Unkelus, plus zusätzlich, wenn jemand kann und will, die deutsche Übersetzung, was ich geschickt habe in den Gruppen. Noch besser, damit man es auch versteht. Es wird geschrieben, diejenigen, das ist schon im Tosfot sagen, derjenige, der jeden Tag Parashat Amman liest, es wird ihm versprochen, dass sein Lebensunterhalt wird nie verringert. Es wird immer nur steigen. Es wird immer nur steigen, das heißt, nicht weniger. Du verdienst heute X, morgen ist es X plus 1. Übermorgen X plus 2, plus 3, plus 4, dann wachst du Monat, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Was war bei diesem Mann? Was war bei diesem Mann? Dieser Manna, warum hat Gott das Manna uns gegeben zum Essen? 40 Jahre lang haben wir von diesem Mann in der Wüste gegessen. Auf Deutsch Manna, ich sage Mann, weil das ist in der Tora Mann, steht geschrieben. Diesen Mann haben wir 40 Jahre lang in der Wüste gegessen, für was? Überhaupt, was war dieser Mann? Mann, das war etwas Durchsichtiges, Gel, so wie ein Gel hat das ausgeschaut. Und du gibst es in den Mund hinein, jeden Geschmack, den du im Mund haben willst, hast du gehabt. Dann, du hast keine anderen Bedürfnisse gehabt, nur diesen Mann. Heilt von jeder Krankheit. Man muss nicht aufs WC gehen. 40 Jahre lang in der Wüste gab es keine Toilette. Es geht rein und alles bleibt im Körper und Shtabach Shemolad. Mann. Und wie beginnt diese Parasha? Wie beginnt diese Parasha? Hineni mamtir lachem lechem min ha-shamayim. Leman anesenu hayelech betoratim lo. Um euch zu prüfen, wird mein Volk meinen Wege gehen oder nicht? Weil warum? Leute beschweren sich immer, ich kann nicht zum Schur kommen. Warum? Parnassa, wir müssen arbeiten und wir müssen das, geht nicht. Aber mach eine Mitzvah, geht nicht. Parnassa, wir müssen arbeiten, Geschäft, wie kann ich Geschäft zumachen? Mach das, nein, es geht nicht. Gott sagt, okay, weißt du was, du beschwerst dich über die Parnassa. Sagst, Parnassa, kein Problem. Ich werde dir geben jetzt diesen Mann, 40 Jahre lang. Du brauchst nicht schwer arbeiten. Du gehst nur aufs Feld und sammelst es. Beginnt hin. Und dann will ich sehen, ob du wirklich mich dienen wirst oder nicht. Oder es nur Ausreden war. Aber die Parasha beginnt mit Hineni mamtir lachem lechem min ha-shamayim. Ich lasse euch Brot vom Himmel regnen. Warum beginnt das so mit dem Regnen? Stark. Merkt euch das für das ganze Leben. Regen, jetzt war heute Regen, ja, Regen. Wenn du gehst auf der Straße, wenn es regnet, kannst du irgendwie den Regen verringern oder vermehren? Mhm. Und wenn du zahlst dafür 1 Million Euro, kannst du das verringern oder vermehren? Du machst alles Mögliche, kann man das? Geht nicht. Du kannst den Regen weder verringern noch vermehren. Sagt uns der liebe Gott in dieser Parascha. Genauso wie du den Regen nicht weder verringern noch vermehren kannst, genauso deine Parnassa, dein Lebensunterhalt, kannst du weder verringern noch vermehren von dem, was für dich vorbestimmt wurde. Auch der Regen wurde vorbestimmt. Es muss so und so viel regnen, so und so viel Zeit, auf diesen und diesen Plätzen. Du kannst nichts dafür machen, egal was du machst, es wird genauso lange und genauso stark regnen, wie es bestimmt wurde. Dasselbe auch für die Parnassa, für den Lebensunterhalt. Egal was du machst, du musst deine Statut machen. Du musst deine Mühe geben. Aber egal wie viel Mühe du gibst, egal was du machst, du kannst weder verringern noch vermehren von dem, was für dich vorbestimmt wurde. Das ist stark. Deswegen sagen unsere Weisen, Mann, der Yaiv Chaye, Yaiv Mesone, derjenige, der gibt Leben, er gibt auch den Lebensunterhalt, gibt auch die Parnassa. Ein Baby kommt auf die Welt. Was werden wir machen? Wie sollen wir ihn ernähren? Wir sind arm, wir haben kein Geld, von wo wissen. Mach dir keine Sorgen. Sein Brot kommt schon mit ihm. Plötzlich die Mutter bekommt Milch in den Brüsten. Und Baruch Hashem, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ein Baby kommt schon mit seinem Brot auf dieser Welt.
Noch bevor er Zähne bekommt. Noch bevor das Kind Zähne bekommt, er kommt schon mit seinem Brot auf diese Welt. Deswegen, derjenige, der gibt Leben, er gibt auch Parnassa, er gibt auch den Lebensunterhalt. Warum ist das zusammen? Dasselbe auch, beim Leben. Kann irgendjemand von seinem Leben, was für ihn vorbestimmt wurde, verringern oder vermehren? Außer er macht Selbstmord, ja, aber verringern oder vermehren, kannst du? Wurde für jemanden bestimmt, 80 Jahre zu leben. Er will leben 80 Jahre plus eine Stunde. Eine Minute. Geht nicht. Vorbestimmt für dich. Finito la commedia. Genauso wie du beim Leben weder verringern noch vermehren kannst, genau dasselbe beim Lebensunterhalt, bei der Parnassa, kannst du weder verringern noch vermehren. Warum? Weil die Parnassa wird von Gott direkt für dich gegeben. Genau das, was für dich vorbestimmt wurde, genau das wirst du bekommen. Keinen Cent mehr und keinen Cent weniger. Darum, es gibt einen Pasuk, den wir dreimal am Tag sagen. Der ist auch für die Parnassa. Welcher Pasuk ist das? Und wir strecken unsere Hände so in die... Ja? Sehr gut. Ihr seid noch wach. Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. Poteach et yadecha. Du öffnest unser... Deswegen ist es gut, dass man auch die Hände öffnet, wenn man sagt diesen Pasuk. Poteach et yadecha. Du öffnest deine Hände umasbia lechol chai ratzon und sättigst jedes Lebewesen laut dem, was er will, laut dem, was er braucht. Heiratsum, nicht braucht, will, laut dem, was er will. Gott sättigt jeden, jeder bekommt das, was er braucht. Und viele Leute wollen arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Das Maximale, wie viel kann man arbeiten? 24 Stunden, ja, 24/7. Gott sagt dir, weißt du was? Sag diesen Pasuk, denke daran, wenn du sprichst. Es ist so, als ob du gearbeitet hast 24/7, du bekommst eine Parnassa. Warum 24/7? Wie viele Wörter gibt es bei diesem Pasuk? Sieben. Buchstaben, wenn du zählst, werden wir jetzt nicht zählen, aber zählt zu Hause, sind 24 Buchstaben. 24 Buchstaben, 7 Wörter, das ist Potech et Yadecha. Mit diesen Gedanken, mit dem Glauben an dem, dass Gott ist derjenige, der uns ernährt, 24/7, mit dem sollst du leben, 24/7. Ishtabach Shem Olam. Weder verringern noch, wenn man nur, du musst deine Ishtabut machen, du musst deine Mühe geben. Du, das ist deine Pflicht, nachdem Adam und Chava die Sünde begangen haben von der verbotenen Frucht, haben wir die Pflicht, jetzt auch uns zu bemühen. Aber die Mühe, sie ist überhaupt nicht verbunden mit dem, was du bekommst. Wir sehen das. Es kann sein, jemand arbeitet wirklich wie ein Ishak, 24/7, und macht die alles Mögliche, am Ende des Monats vielleicht noch im Minus. Gibt manche andere Leute, die chillen den ganzen Tag, gehen da und dort ein bisschen rum, bumm, plötzlich da, irgendein Geschäft dort, Stabach Shem Olam. Parnassa Mishamayim, das Lebensunterhalt ist von Gott, von dem Gott. Nur daran muss man glauben. Es gab in Israel einen sehr reichen Mann, sehr reicher Mann, nennen wir ihn für die Geschichte, Moshe Friedman, das war sein Name. Moshe Friedman, aschkenasischer Name, weil dort ist es häufiger. Sehr reicher Mann. Und dieser reiche Mann, dieser Moshe Friedman, er war auch gescheit. Obwohl er sehr reich war, hat er auch sehr viel gespendet. Viel gespendet, da, dort und viel. Er hat bei sich aufgemacht einen Gmach. Gmach, Gimunut Hasadim, das heißt helfen anderen Leuten. Mit seinem Geld hat er gehabt eine Kasse. Jeder, der gebraucht hat Geld, ohne Zinsen. Für wie lange ihr braucht es? Er hat ihnen Geld geborgt, hin, da und dort. Waisenkinder Geld gebraucht, gespendet. Und langsam, langsam mit der Zeit, sein Geschäft ist ein bisschen runtergegangen. Und er, für sich selbst, er hatte noch ein bisschen zu dem Lebensunterhalt. Aber jetzt, um das Ganze noch weiter zu erhalten, das war schon ein bisschen knapp.
Er denkt sich, okay, ich muss meine Mühe geben. Ich fahre nach Amerika, dort gibt es viele reiche Leute. Und ich werde dort versuchen, von anderen Reichen Hilfe zu nehmen, damit noch das Ganze noch weiter erhalten kann. Er fährt dorthin, Amerika und New York, nimmt einen Driver, der mit ihm fährt dort überall bei allen reichen Menschen. Und er geht von einem zum anderen und dann plötzlich sieht er bei der Liste von dem einen Fahrer, er überspringt eine Liste, obwohl sie jetzt einen Namen, obwohl sie jetzt wirklich da gleich daneben sind. Er fragt ihn, du, warum hast du den einen Typen da übersprungen? Was gibt er nicht, spendet nicht? Er sagt, er ist sehr reich und er spendet auch sehr viel. Und das Problem ist, es ist schwer zu ihm reinzukommen. Er hat bei sich zu Hause einen Butler, Türsteher. Und er lässt nur rein wirklich die Prominenten, die VIPs. Rosh Hashivat Chatam Sofer, Rosh Hashivat das und die ganz großen Yeshivo, die ganz großen Spitäler und Waisenkinder, Waisenhäuser und so. Nur die Berühmten und Großen, denen hilft er. Die lässt er überhaupt rein. Und deswegen sagt er, du willst heute eh nicht reinkommen, deswegen schau um unsere Zeit, gehen wir weiter. Sagt Moment, ich bin hergekommen, um eine Ishtadlut, um zu versuchen. Ja, versuchen wir mal. Und die kommen dorthin, klopfen, ja, Shalom, who are you? Sagt er, Moshe Friedman. Oh, Moshe Friedman, okay, come in. Sehr gut, okay, der kommt rein. Er geht rein und vom zweiten Stock, I come in. Der große, reiche Mann sagt, warte, ich komme. Er läuft sofort runter und sieht plötzlich, wer bist du? Sagt er, Moshe Friedman. Wie Moshe Friedman? Was war? Er, dieser reiche Typ, er hatte zu diesem Zeitpunkt ein Meeting, eine Verabredung gehabt mit einem ultrareichen anderen Mann. Sein Name war Moshe Friedman, derselbe Name, Zufall. Zufall, El Mikre, gibt keinen Zufall. Und die sollten beide ein großes Geschäft, die wollten einen Wolkenkratzer kaufen, verkaufen, irgendein großes Geschäft abschließen. Und er hat sehnsüchtig daran gewartet, bis dieser Moshe Friedman kommt. Ist gekommen ein paar Minuten zu früh, aber das war jemand anderer. Er sagt ihm, okay, wenn du schon da bist, warum bist du hier? Sagt er, ja, erzählt ihm, es war hier und her, da. Und dort kurz gesagt, er hat ihm mit einem saftigen, großen Check, hat er ihm dort hinterlassen, und gesagt, okay, nimm und arbeite dort mit dem, mach weiter mit dem, was du angefangen hast. Du glaubst, du, wenn ich mir mehr Mühe gebe oder nicht, nein. Du musst deine Mühe geben. Gott hat absichtlich gemacht, so dass jetzt dieser Moshe Friedman, er war weg, er war kommt und ich. Parnassah, wie viel du verdienst, das Ganze ist von Gott vorbestimmt. Du kannst weder verringern noch vermehren. Ich sage, aber muss betonen, auf der materiellen Weise, auf der materiellen Art und Weise, sprich arbeiten oder verrückt werden, mit dem bringt es nichts. Egal wie viel du arbeitest, weder mehr noch weniger. Womit kann es mehr oder weniger werden? Das sehen wir da in dieser Parasha von Parashat Haman. Es gibt bei den Sprüchen der Väter eine Mishnah. Im En Kemach, En Torah. Was heißt das? Im En Torah, En Kemach. Das geht so. Im En Kemach, wenn es kein Mehl gibt, das heißt kein Essen, En Torah, gibt keine Torah. Das heißt, um Torah zu lernen, du brauchst noch Geld, du brauchst noch Essen, du bist kein Engel. Du musst auch Geld verdienen, um zu arbeiten und Torah zu lernen. Aber im Torah in Kemach, wenn es keine Torah gibt, gibt es kein Mehl, kein Lebensunterhalt. Aura Chaim HaKadosh sagt, im En Kemach, En Torah. Wenn es kein Kemach gibt, Kemach Parnassah, wenn du siehst, du sitzt im Geschäft, keine Kunden kommen rein. Und du siehst plötzlich alle Geschäfte, die du abschließen willst, boom, geht nicht. Und du siehst, dein Lebensunterhalt ist nicht so, wie du es dir gewünscht hättest. Im En Kemach, dann heißt es En Torah. Warum? Warum hast du keinen guten Lebensunterhalt, keine guten Geschäfte? Weil du hast keine Torah. Du hast zu wenig Torah, du hast zu wenige Shiurim, die du besuchst. Du willst gutes Geld verdienen? Im En Torah, En Kemach.
Ohne Torah gibt es kein gutes Geld. Schau, dass du fixe Schurim machst. Lerne Torah mit der Torah, besonders schön, diese Heiligkeit der Torah wird dazu bringen, dass du mehr Geld verdienen wirst. Es gab einen Hasid, einen frommen Hasid, und er wollte einmal einen Wald kaufen. Das war damals, wo man Wälder gekauft hat, Holz und so weiter. Er geht zu einem Rav, fragt ihm: Rebbe, ich will diesen eine dort so und so viel Hektar, ich will dort kaufen den Wald. Der Rav sagt ihm: Kauf nicht. Was macht man, wenn der Rav sagt, nicht kaufen? Nicht kaufen, sehr gut. Aber er wollte es unbedingt kaufen. Er geht zu dem anderen Rav. Das ist das, was man nicht machen darf. Ja? Aselich Rav, mach einen Rabbiner, was er sagt, aus. Geh nicht jetzt. Aber er hat das gemacht, geht zu dem anderen Rabbiner. Und der andere Rabbiner sagt ihm: Was willst du kaufen? Kauf, Bracha Batzlacha. Er hat es gekauft. Eine Woche später, Brand im ganzen Wald und überall alles, alle Wälder dort, Großbrand, alles verbrannt. Es ist nur übrig geblieben von ihm, 10% von seinem Wald ist übrig geblieben, von dem Holz. Und jetzt denkt er sich: Oh, ich habe nicht gehört auf meinen Reben, ich habe auf meinen Reben nicht gehört. Und deswegen von Himmel habe ich jetzt bekommen diesen Schlag, 90% ist weg. Er kommt zu einem Rabbiner und weint, sagt: Rebbe, was soll ich tun? Es tut mir leid, bitte um Vergebung, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe nicht auf sie gehört, und deswegen ich habe das. Aber was ist nachher passiert? Ja. Weil überall, das ganze Wald dort, das einzige Holz, was dort war, das war dieser eine Wald. Überall ist alles verbrannt, auch bei den anderen. Es ist nur diese 10%, was übrig geblieben sind von ihm, nur das ist übrig geblieben. Und deswegen, sein Holz ist gestiegen um das Zehnfache. Und sogar noch mehr. Das heißt, er ist jetzt, mit dem hat er viel mehr Geld verdient als vom ganzen Wald. Jetzt weniger arbeiten und der Preis ist viel höher. Und er kommt zum Rebbe und sagt: Rebbe, ich bitte um Vergebung, bitte, ich weiß, ich habe nicht auf Sie gehört. Und deswegen ist es passiert, dass ich jetzt, dass 90% von dem Wald alles weg ist. Aber erklären Sie mir jetzt, warum ich dachte, dass ich verloren habe, aber jetzt in Wirklichkeit habe ich gewonnen. Dann erklären Sie mir, warum in Wirklichkeit, was Sie gesagt haben, dass ich verliere, und er gesagt hat, dass ich gewinne. Sagt der Rebbe: Ich habe gesehen, dass dieser Wald, was hast du in Deutsch bekommen? Dass dieser Wald verbrennen wird. Ich habe gesehen, dass dieser Wald verbrennen wird. Der Wald, ja. Ich habe gesehen, dass dieser Wald verbrennen wird. Und deswegen, ich dachte, doch, lieber nicht, kauf nicht. Aber der andere Rabbiner hat gesehen, dass von diesem Feuer, von diesem Verbrennen, wirst du nur gewinnen. Wirst du nur noch mehr verdienen. Und deswegen hat er dir gesagt, kauf. Das heißt, manchmal, wenn du siehst, oi, ich habe investiert und es geht nicht und da. Du musst wissen, manchmal, du kennst nicht die Wege Gottes. Unsere Augen sind ein bisschen verschlossen und wir sehen nicht immer gleich im Moment den Verdienst. Ich habe geschrieben, Gott sagt zu Moshe Rabbeinu, warum diese 10 Plagen? Eine Plage wäre genug, ja? Warum 10 Plagen? Leman tesaper beozne bincha uben bincha, damit du deinen Kindern und deinen Kindeskindern erzählen wirst, et asher hitalalti be Mitzrayim, wie ich Ägypten gequält habe. Dort, einer der Kommentatoren sagt, hitalalti sichakti, ich habe mich lustig gemacht über sie. Warum lustig gemacht über sie? Oi, dass Gott sich nicht über uns ein bisschen so lustig macht. Bezrat Hashem, Amen. Was war dort? Ägypten war ein normaler, wie das heutige Ägypten. Normale Chicos. Und Josef HaTzadik ist gekommen. Der heilige Josef ist gekommen. Und er hat dort aus diesem kleinen falachischen Staat hat er gemacht die Weltmetropole. Ja.
Von überall, von der ganzen Welt, das ganze Geld, Gold, alles ist gelandet dort. Das heißt, alle Schätze, alles, das reichste Land von überall war in Ägypten. War das gut für die Ägypter? Warum war das ganze Geld in Ägypten? Wir müssen einige Schritte nach vor sehen. Warum? Weil Gott hat Abraham nur versprochen, deine Kinder, sie werden versklavt sein in einem Land, das nicht ihnen gehört. Das heißt Ägypten. Und dann werden sie rauskommen mit einem großen Kapital, mit viel Geld, mit viel Vermögen. Damit dieses Versprechen von Gott geschieht, hat Gott die Ägypter sparen lassen. Sie haben gespart, Sparschwein, spart irgendwas, überall, verschiedene, ja, unter der Erde und da und dort in den Pyramiden, viel gespart. Stell dir vor, dieser Ägypter wollte jetzt kaufen, irgendwas zum Essen, na schade, weißt du was, leg mal auf die Seite, wir wollen vielleicht morgen irgendeine Pyramide kaufen oder irgendwas anderes machen. Haben auf die Seite gelegt und Gold gekauft, Schmuck gekauft. Warum? Ah, vielleicht, ich werde meine Enkelkinder werde ich schenken, diese schöne Kette. Und vielleicht werden wir machen, Kamphorie, ich werde geben, diesen schönen Ring. Und das, und hier, und er, da, und dort. Gespart, auf die Seite gelegt. Und am Ende, noch dazu, die Juden waren dort versklavt. Aber am Ende, genau diese versklavten Juden, die versklavt wurden und dort hart gearbeitet haben, am Ende, die sind gekommen mit dem ganzen Vermögen. Das heißt, all das, was sie gespart haben, haben sie für jemand anderen gespart. Deswegen sagt Gott, et asher it alalti, was ich sie gequält habe, was ich sie über sie lustig gemacht habe, über sie gelacht habe, sagt Gott zu den Ägyptern, weil sie haben gespart für jemand anderen. Ui, dass Gott auch nicht über uns so lacht. Manchmal wir arbeiten von früh bis Abend. Acht Stunden genügt nicht. Ich muss noch von dort arbeiten und von da. Okay, kein Problem. Verdiene Geld. Leg auf die Seite. Aber was machst du mit dem Geld? Kommt jemand zu dir? Bitte, ich brauche eine Hilfe. Spende. Jetzt arbeiten wir. Was spende? Und dort für Torah. Das heißt, du hast investiert und gearbeitet und gekauft vielleicht Häuser, Wohnungen, da, dort, da. Am Ende was bleibt? Nach 120 Jahren kein einziger Toter hat einen Cent mit sich genommen. Alles bleibt hier. Was nimmst du mit dir? Diesen Schur, den du jetzt kommst. Schur Torah, Mitzvot, gute Taten. Nur das nimmt der Mensch mit sich selbst. Nun, sind wir nicht manchmal auch wie diese Ägypter, die arbeiten und hinter dem Geld herrennen und da? Was machst du denn mit dem ganzen Geld nach 120? Alles bleibt da. Jetzt in China mit dem Coronavirus. Leute rufen mich an, Quadrat. Bitte legen Sie bitte Sachen auf die Seite: Essen, Speisen, Wasser, genug so zu Hause bleiben und Getränke und Reis und das. Warum? Wer weiß, was passiert? Vielleicht kommt dieser Coronavirus hierher und dann sind wir alle Hallo? Wir haben da gesehen, steht geschrieben. Kol mi sheyesh lo pat besalo veomar ma ochal machar arezi mikatne amana. Jeder, der hat ein Brot in seinem Sal, in seinem Korb und denkt, was werde ich morgen essen? Er hat Probleme mit seinem Glauben. Arezi mikatne amana. Heute hast du zum Essen. Shtabach shemurat baruch Hashem. Und dieser Parashat Taman, was wir heute gelesen haben, was war dieser Mann? Jeder hat bekommen, laut seinem Bedarf, wie viel du brauchst. Wie viel war das? Omer Lagulgolet. Omer ist ein Maß. 1,666 Kilo. Ja. Jeder bekommt so ein Maß. Und Gott sagt, geht's auf dem Feld. Es wird vom Himmel wird es regnen, diesen Mann, in der Nacht. Ihr wacht in der Früh auf. Und jeder kann sammeln, Mann, so viel er will. Gratis, umsonst. So viel er will. Jetzt, wiederum, jeden Geschmack, den du willst. Du willst einen saftigen Asado-Fleisch. Oder du willst irgendwelche, was du willst. Schönen Eis, hin, her, da, alles, was du willst. Pizza? Nein, lieber nicht. Schade, um den Geschmack zu verderben. Ja, aber trotzdem, wenn jemand Pizza mag, Pizza. Jeden Geschmack, den du willst, war dort in diesem
war dort in diesem Mann. Aber für den Tag musst du sammeln. Wie viel? Laut deinen Hausleuten. Was heißt das laut den Hausleuten? Du hast 10 Kinder zu Hause, ich sage 10 Personen. Dann musst du nehmen 10 Stück Manna. Das heißt 1,6 Kilo mal 10, 16 Kilo. 16 Kilo von diesem Mann musst du nach Hause bringen. Geh, es ist offen, wie viel du willst, kannst du nehmen. Jetzt. Derjenige, der große Augen gehabt hat, gratis, komm, ich nehme, er hat genommen 20, 30 Kilo. Keiner sieht, ich nehme noch mehr, warum? Umsonst. Er hat getragen, wie ein Chico hat er getragen jetzt, 30 Kilo, was er braucht normalerweise, 16 Kilo. 30 Kilo hat er getragen, kommt nachher nach Hause, schwer gearbeitet, 30 Kilo. Legt es auf den Tisch, schaut auf die Waage, genau 1,6 pro Person. Wie viel was dann schwer gearbeitet? Bekommen genauso viel er braucht. Oder jemand ein bisschen faul. Ah, ich gehe lieber zum Schuhr, nachher werde ich ein bisschen von den Resten absammeln. Geht zum Schuhr und nachher haben wir Chokli Israel, Tfilin, Rabben und Tam, Tfilin Rashi, hat er gelegt, ihn, oh, und am Ende, okay, jetzt geht schon ab zusammen, geht und sammelt. Statt 16 Kilo, 2-3 Kilo. Nimmt einen kleinen Sack also und geht nach Hause, legt es auf den Tisch, 16 Kilo. Genauso viel er braucht, genauso viel war auf dem Tisch. Aber wo ist denn der Haken? Ui, wo ist der Haken bei dem Mann? Ui, sagt Gott, am selben Tag sollt ihr alles essen. Lasst es nicht für morgen. Nichts für morgen übrig lassen. Heute ist alles. Aber was wird mit morgen sein? Du hast jetzt 1 Kilo 600 pro Person. Du hast 10 Kilo zu Hause. Und wenn morgen auf dem Feld nichts sein wird, so wie es davor war, davor hat es ja nicht geregnet, als sie die Mazot mit sich genommen haben. Sie haben die Mazot gegessen. Und wenn es wieder so ist wie damals, dann werden meine Kinder verhungern. Sag euch keine Angst. Derjenige, der dir heute gegeben hat, er wird dir auch morgen geben. Ui. Ui, wie viele Leute machen sich Sorgen, was wird später sein? Und was wird sein und wie? Heute hast du zum Essen. Shtabach Shemola, danke. Und für morgen nichts übrig lassen. Aber es gab einige, so wie immer, gibt es einige kluge Menschen. Ja? Und zu kluge Menschen. Die haben gesagt, weißt du was, ich werde ein bisschen essen und verstecken unter meinem Bett, sodass niemand sieht für morgen, ja, damit meine Kinder morgen was zum Essen haben. Er hat weniger gegessen, war ein bisschen hungriger. Diät hat er gemacht, ja, war ein bisschen hungriger. Schaut nachher plötzlich, was passiert mit dem, was übrig geblieben ist. Bei Arutonai ist wurde verdorben und voll mit Würmer. Nichts für morgen übrig lassen. Heute, ich habe dir gegeben, pro Tag, wie viel du willst. Dann am Freitag plötzlich, jeder hat gesammelt, also wieder die Braven weniger oder, ja. Am Ende jeder kommt nach Hause, legt und plötzlich jeder sieht eine doppelte Menge. Doppelte Menge, und was ist das? Sagt Moshe Rabbeinu, keine Angst. Ihr müsst, heute ist Freitag, heute müsst ihr Doppeltes bekommen für morgen. Ich lu hayom, hayom, lot im Zubasaki Shabbat hayom. Heute sollt ihr essen und morgen gibt es nicht auf dem Feld. Am Schabbat wird es keinen Mann auf dem Feld geben. Psch, ui, ui. Auch da waren wieder zwei Chicos, Datan und Aviram. Und sie wollten sagen, ah, Moshe sagt, es wird nicht geben. Sie haben ihren Mann genommen und auf dem Feld zerstreut in der Nacht, sodass niemand sieht, damit die morgen sagen können, ah, Moshe hat gesagt, schau, da gibt es doch Mann. Was ist passiert dann? Ha? Nein, nicht verschwunden. Es sind gekommen die Vögel und haben diesen Mann gefressen. Und deswegen gibt es einen Brauch, dass man, das haben wir bei den Schabbat-Vorschriften gelernt, deswegen gibt es einen Brauch, dass man am Schabbat Shira, das heißt also Schabbat, diesen Schabbat, der kommen wird, dass man die Reste von unserem Schabbat essen, dass wir es den Vögeln rausschmeißen. Hier in Wien darf man nichts rausschmeißen, sonst kriegt es eine Anzeige. Aber dort, wo es geht, gibt man das den Vögeln zum Essen, als Belohnung für das, was sie uns
dass sie Moschees Wort nicht gebrochen haben. Jeden Tag Omer Lagulgolet und wiederum schmeckt den besten Geschmack, den es gibt. Du wirst von allen Krankheiten, die es gab, wird man davon geheilt. Was willst du noch mehr davon? Und da habe ich gestern habe ich jemanden gefragt und ich sage, jetzt frage ich euch. Man gibt dir jetzt zu wählen. Entweder du bekommst jeden Tag das, was du brauchst und es wird dir nichts fehlen. Du bekommst wirklich jeden Tag, was du willst, wie viel du essen willst. Alles, es wird dir nichts fehlen. Das heißt, du bekommst genug pro Tag für den ganzen Lebensunterhalt, das heißt für Kleidung, für Essen, für alles, was du brauchst, bekommst du jeden Tag so viel du willst. Oder du bekommst Euro Millionen, 200 Millionen Euro. Was hättest du gewollt? Ai. Bitte nicht antworten. Schwere Frage. Ja. Aber wenn du so denkst, du bekommst diese 100 Millionen, 200 Millionen, bekommst du das. Ja, jeder will das bekommen. Aber und jeder, wenn ich das habe in der Hand, ey, ich werde so viel geben, ich werde so viel spenden. Quadrav, sie kennen mich nicht. Sofort 20%, ich gebe und ich mache das und ich werde das. Und was dann? Und dann werde ich kaufen 20 Ferraris. Und was dann? Ich werde kaufen ein Unica-Tower. Und dann was dann? Ich werde Rolex, die ganze Hand voll mit Rolex werde ich machen. Und was dann? Nach 2 Jahren ist alles weg, verkaufen. Psch, nein, aber noch einmal. Uhr, Rolex. Auch wenn du nimmst diese 20 Uhr, normale Uhr, wenn du nimmst, sie zeigt dir genau dieselbe Uhrzeit wie die Rolex. Ja? Bett, du kaufst dir ein Bett. Ja? Du kannst nicht auf 20 Betten schlafen. Dasselbe Bett. Essen, ein Teller Essen, kommt zu mir nach Hause, ist viel besser als von den großen Prominenten. Ja? Dieser reiche Mann, oho, er hat so und so viele Milliarden, was hat er auf seinem Tisch, was ist er? Glaubst du besser als bei uns Buchhalter? Geht nicht. Aber trotzdem, ja, du siehst, dass ein Teller kannst du essen, auf einem Bett kannst du schlafen, mit einem Auto kannst du gleichzeitig fahren. Nun, für was dann so viel? Ganz im Gegenteil, du hast eine größere Verantwortung. Wenn du hast so viel Geld jetzt in deiner Tasche oder in deiner Bank, ja, dann hast du eine größere Verantwortung. Dann wird man nach 120 Jahren für jeden Cent wirst du dich rechtfertigen müssen. Wieso hast du, es war in deiner Stadt, gab es eine Witwe, die nichts zum Essen gehabt hat. Und dort, da in deiner Nachbarschaft, gab es jemanden, der wirst Probleme gehabt hat, mit dem du helfen konntest. Und so weiter und so fort. Das heißt, du hast eine viel größere Verantwortung. Dann wirklich, es ist gut, ja, diejenigen, die haben, diejenigen, die reich sind, besonders schön. Gott soll sie noch reicher machen, besonders schön. Jeder von uns soll uns nicht fehlen an Lebensmittel und an Geld. Aber wenn man dir gibt und sagt, weißt du was, du bekommst jeden Tag das Tägliche. Du machst viel weniger Sünden. Du, und die größte Sünde, die Hochmut, die Gaba. Jemand, der hat ein paar Millionen in der Tasche, er geht nicht genauso wie jemand, der geht, der kein Geld in der Tasche hat. Ja. Jemand, einer von uns, geht normal, mit dem Kopf ein bisschen unten. Aber jemand, der ein bisschen, hallo, und der geht ganz, ganz, als ob die ganze Welt ihm gehört. Oi, ja. Was aber tun, damit wir die Parnassa, eine gute Parnassa bekommen? Man muss eine gute Parnassa, man muss dafür was machen, man muss sich bemühen, aber eher auf der spirituellen Ebene. Materiell, ja, du musst gehen in die Arbeit, abstempeln, ich war dort, ich mache schon mal den Rest, überlasse du ihn. Aber es gibt einige Sachen, zum Beispiel da in dieser Parashat Haman. Erste Sache ist, dass du daran glaubst. Warum lesen wir das? Dass du daran glaubst, dass der Lebensunterhalt, es kommt von Gott. Aber auch von da, von diesem Parashat Haman, dort war eine, Gott sagt, Leman Anasenu, Hayelech Betorati Imlo, um ihn zu prüfen, um das Volk zu prüfen, ob das Volk meinen Satzungen folgt. Wie, welche Satzungen? Sagt Rashi, Satzungen über den Mann. Was? Dass man am Schabbat nicht sammeln geht, dass man für den nächsten Tag nichts übrig lässt.
Also für den nächsten Tag nichts übrig lassen, das war die Versuchung, das heißt die Versuchung des Glaubens, dass du all deine Geschäfte aufrecht machst. Du stiehlst nicht, du machst keine Vollschnick, ja, du sagst eins, aber machst was anderes. Und auch manchmal, du sagst nicht die, du lügst nicht, Hasverschallung, man darf nicht lügen. Aber du sagst nicht die ganze Wahrheit, auch darüber gibt es Gesetze und Gebote. Ja? Du verkaufst ein Auto. Wenn es bestimmte Mangel gibt, dann musst du sagen, es gibt einen Mangel ABC. Oder irgendetwas, ja? Dass du wirklich Masau Matan Be'emunah, dass deine Geschäfte aufrichtig sind, ja? Dass du wirklich mit Glauben arbeitest. Erste Sache. Zweite Sache, davor haben wir doch schon gesagt, Shiurei Torah auch, Imen Kemachen Torah. Aber zweite Sache, das ist der Shabbat. Shabbat, das war die zweite Versuchung. Nun, Shabbat, gehst du arbeiten oder gehst du nicht arbeiten? Haltest du Shabbat so, wie man es einhalten soll? Oder wir zünden Shabbatkerzen, essen uns so und schauen nachher dort irgendwelche Sendungen im Fernsehen? Gott sei Dank, hier gibt es nicht solche Chicos, ja. Aber viele von uns damals, das war üblich, ja. Man macht Kiddush, Sabri Maran Elchem und dort siehst du Ketsch, Hulk Hogan und wie sie. Wo schauen Sie diese Generation, das zum Teil nicht gewusst? Ich weiß, das war eine andere Generation. Und auch heute, ich weiß, auch heute gibt es viele, denen es noch nicht bewusst ist. Sie wissen, es gibt Shabbat. Aber wie wichtig es ist, die wissen es nicht. Das heißt nicht, dass wir sie auslachen oder so. Hasse Shalom. Nun, wir waren ja selbst von diesen Chicos, ja. Aber wir sagen nur, pass auf, schau. Du musst wissen, wie wichtig das ist, das, was du jetzt hast. Und vielleicht auch den Freunden, den du kennst, die noch nicht in diesem wunderbaren Club sind, ja. Dass auch denen sagen, schau, es ist wunderbar, den Shabbat einzuhalten. Likrat Shabbat lechu venelcha, kihi mekor ha-beracha. Komm entgegen den Shabbat, warum? Weil Ursprung des Segens ist der Shabbat. Ohne den Shabbat gibt es keinen Segen. Und ich habe öfters das Beispiel gegeben, wenn du willst, dass vom Wasserhahn Wasser kommt, ja, dann, du musst den Wasserhahn drehen oder aufheben, egal was für ein Wasser das ist. Du musst drehen, ohne drehen kommt kein Wasser raus. Das heißt, du musst arbeiten, Istadut musst du machen, deine Mühe geben. Aber wann kommt das Wasser vom Wasserhahn? Nur wenn dieses Wasser verbunden ist mit der Quelle. Weil wenn du gehst jetzt in ein Bauhaus oder irgendwo und nimmst von dem Wasserhahn und drehst, egal wie viel du drehst, es kommt kein Wasser raus. Warum? Es ist nicht verbunden mit der Quelle. Und auch da, Shabbat, das ist die Quelle des Segens. Und wiederum, Segens. Du kannst Geld verdienen, auch am Shabbat. Aber Segen von dem Geld wirst du keins haben. So wie es kommt, so geht es auch nachher schnell. Likrat Shabbat lechu venelcha kihi mekor ha-beracha. Das heißt, die ganze Parnassa, der ganze Lebensunterhalt von den 6 Tagen, hängt ab vom Shabbat. Hängt ab. Und über den Mann, in diesem Mann heute, was wir heute gelesen haben, dort was geschrieben wird, Ichlu Hayom, ist heute, denn heute bekommt es, ist Shabbat, denn heute wird es keins auf dem Feld geben. Dreimal heute über den Mann steht dreimal Hayom, das Wort Hayom. Daraus lernen unsere Weisen, dreimal Hayom, wir haben die Pflicht, 3 Mahlzeiten am Shabbat zu essen. Hayom, 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 3 Mal, das heißt 3 Mahlzeiten am Shabbat. Nun noch ein Punkt, bei den Mahlzeiten, wie festlich sind deine Mahlzeiten? Was redest du an den Mahlzeiten? Die Retora, die schönen Lieder, die man singt an den Mahlzeiten. Das ist die Quelle des Segens, die Quelle des Segens. Aber wie gesagt, was du so sagst, hängt auch, steht geschrieben, Achatam Suf. Achatam Sofer, er bringt einen Pasuk von dieser Parasha heute. Viele wussten damals nicht den richtigen Weg. Und haben da und dort Fehler begangen. Und Achatam Sofer sagt in der Parasha, wenn wir lesen,
כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. Jede Krankheit, die in Ägypten war, werde ich nicht auf dich legen, denn ich bin Gott, dein Heiler. Wir haben im letzten Shiur haben wir noch ein bisschen erklärt über diesen Pasuk, über den 10 Plagen. Aber Achatam Sofer erklärt es ein bisschen anders. Weißt du, das heißt, jede Krankheit, die es in Ägypten war, werde ich nicht auf dich legen. Welche Krankheit ist das? Dort waren es Plagen, keine Krankheiten. Sagt der Achatam Sofer, es gab eine Krankheit dort. Welche Krankheit? Dass die Ägypter, obwohl sie so viele Watschen bekommen haben, 10 Plagen hintereinander, sie haben nicht Tschuwa gemacht. Sie haben nicht Tschuwa gemacht, keine Reue gemacht. Und deswegen sagt Gott, du Jude, jede Krankheit, diese Krankheit, was dort war, dass die nicht Tschuwa gemacht haben, werde ich nicht auf dich legen, auf Am Israel. Ein Jude, egal was er macht, er kann immer Tschuwa machen. Tashev Enosh Adaka, sogar für die schlimmste Sünde, die du gemacht hast, sogar dafür gibt es eine Tshuva. Sogar da, wenn du wirklich von reinem Herzen, wenn du da die Reue sprichst, die Reue machst, Gott vergibt dir, verzeiht dir und Ende war dann Haumelifner Tshuva. Es gibt noch was Schreckliches. Ich habe es Angst, ehrlich, um ehrlich zu sagen, aber ich sage es, dass man es nicht falsch lernt. Hängt aber damit ab. Ich habe geschrieben, Ende von Masechet Yoma. Die Mishnah Ende Yoma sagt uns, jeder, der sagt, ich werde sündigen und später Tshuva machen, man wird ihn nicht dazu bringen, Tshuva zu machen. Und dann jeder, der sagt, ich werde sündigen und Yom Kippurim, der Versöhnungstag, wird mir alle meine Sünden löschen, in Yom Kippurim Achaper, Yom Kippurim versöhnt nicht diese Sünden. Und dann Rabbi Akiva sagt, Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israel, Lifnemi Atem Itarim, Umi Metair Etchem. Rabbi Akiva sagt, Ashrechem, glücklich seid ihr das Volk Israel. Vor wem werdet ihr rein und wer macht auch euch rein? Lifnemi Atem Itarim, Umi Metair Etchem. Vor wem macht ihr euch rein und wer macht euch rein? Avichem Sheba Shamaim. Euer Vater im Himmel, er macht euch rein. Und dann geht's weiter. Ma mikve metaheret atemeim, genauso wie mikve, das Taufbad, macht rein die Unreinen. Afa kadosh baruch hu metaheret Israel. Auch so, genauso wie die mikve macht rein den Unreinen, genauso macht Gott die Sündige, macht er sie wieder rein, wenn sie Tshuva machen. Sagt, man erklärt jetzt das Rabbi Akiva, was fügt der Rabbi Akiva dazu? Rabbi Akiva, er ist nicht mit der ersten Meinung der Mishnah einverstanden. Er ist eine andere Meinung. Die erste Meinung sagt in der Mishnah, wenn jemand gesündigt hat und sagt, ich werde sündigen und morgen mache ich Tshuva, sagt die erste Meinung, wird nicht verziehen. Aber Rabbi Akiva sagt, nein, ich bin einer anderen Meinung. Warum? Genauso wie Mikve, Gott, genauso wie, also wer macht euch rein, Gott macht euch rein, dann sagt er, genauso wie Mikve, ein Tauchbad, macht den Unreinen rein. Und auch da hängt es ab beim Tauchbad, was er gedacht hat. Ich werde tauchen und später, egal wie unrein du bist, egal was du davor gesagt oder gemacht hast. Du warst im Tauchbad drinnen, warst in der Mikve drinnen. Gehst du raus? Du bist rein? Ja? Egal, was du davor gedacht hast, sagt Rabbi Akiva, genauso werdet ihr rein vor Gott. Ah, egal, was du davor gedacht hast. Ich werde so machen, ich werde das, ich werde Yom Kippurim, egal, was du machst. Jetzt machst du Tshuva, jetzt wirst du rein. Jetzt noch einmal. Jetzt nicht sich darauf verlassen, okay, wenn das so ist, Rabbi Akiva sagt so, okay, ich bin laut Rabbi Akiva, das ist mein Rav. Ja, Rabbi Akiva, er sagt noch andere Sachen. Ja, nur, es sind zwei Meinungen da, man soll es lieber vermeiden. Aber auch wenn du es gemacht hast, ja, da war auch möglich, es gibt nichts, was vor dem Tshuva steht. Darum. Bei dem Geld, viele Leute sagen, okay, ich werde jetzt das und das.
Manchmal Leute machen sich Sorgen, was wird sein, morgen, übermorgen, später. Auf jetzt, wer gibt dir jetzt den Lebensunterhalt? Es gab einen Jungen, er hat über 30 Jahre lang konnte er nicht heiraten. Wie gesagt, bei den formellen Bereichen ist das schon ein Pensionist. Warum willst du nicht heiraten? Ich warte, bis ich bekomme von meinem Schwiegervater 5 Jahre Kest, heißt das. Das ist also 5 Jahre, ich lebe on the house auf Kosten meines Schwiegervaters. Such weiter. Aber er hat und ist gekommen zu Chafetz Chaim. Chafetz Chaim sagte ihm, Jingelach, auf was wartest du? Sagte, nein, ich bin gescheit, ich bin weise, ich will 5 Jahre lang. Sagte Chafetz Chaim, sag mir, und nach diesen 5 Jahren, wenn alles fertig ist, wie willst du nachher später leben? Sagte, Ahnung, Hashem Gadol, Gott wird deine Hand. Ah, das heißt Hashem Gadol, das heißt, 65 Jahre danach, nach diesen 5 Jahren, du verlässt dich, Hashem Gadol, verlässt dich auf Gott. Nur diese fünf Jahre brauchst du deinen Schwiegervater? In diesen 5 Jahren kann der liebe Gott, auch in diesen 5 Jahren kann er dich nicht ernähren? Das heißt, du musst wissen, es gibt in Pesach, wir haben zwar noch lange Zeit bis Pesach, ja, aber weil wir reden über die 10 Plagen. Wenn wir suchen den Chametz, geschrieben, du hast ein Zimmer durchgesucht, du gehst zum anderen Zimmer, durchgesucht, jetzt das erste Zimmer ist schon Becheskat gesucht, das heißt, es ist schon in der Definition von rein. Gibt es kein Chametz dort. Aber dann fragt er, was passiert aber, wenn, es kann sein, du hast jetzt im anderen Zimmer, hast du jetzt gesucht und dort gereinigt, kann sein, dass dazwischen niemand war da, aber dazwischen vielleicht eine Ratte oder eine Maus mit einem Stück Chametz im Mund in dieses eine saubere Zimmer reingekommen ist und dort diesen Chametz hinterlassen hat, dann geben später wieder das erste Zimmer suchen. Sagt der Talmud, warum? Wenn du beginnst jetzt mit Zimmer zu Zimmer, musst du später auch sagen, Haus zu Haus. Es kann sein, von Haus A, die Ratte reingebracht hat in Haus B. Und nachher kannst du gehen auch von einem Feld zu einem anderen Feld. Von einer Stadt zu einer anderen Stadt, von einem Land zu einem anderen Land. Es gibt kein Ende. Das heißt, wenn du beginnst jetzt vielleicht und von einem Haus zum anderen, ändert aber so. Eins hast du gemacht, geh zum anderen. Genau dasselbe. Ändert aber so. Bei der Parnassa, bei den Lebensunterhalt, es gibt kein Ende. Das heißt, du machst dich so, oh mein Gott, was werde ich machen jetzt? Am Ende des Monats, von wo soll ich kennen? Moment. Bis zum Ende des Monats, wer gibt dir? Der liebe Gott. Auch am Ende des Monats, er wird auch geben. Und bis jetzt, was wird sein in 10 Jahren, in 20 Jahren? Das hat der Chef, derjenige, der heute gibt, der wird geben auch später. Oh, das ist sehr, sehr stark. Darum. Wir verlassen uns auf Gott, das ist unser ganzer Lebensunterhalt, unser ganzer Parnassa ist nur von dem lieben Gott. Und nur er ist derjenige, der uns die Parnassa gibt. Und es kommt von ihm. Und wenn wir wollen mehr Lebensunterhalt, mehr Parnassa, mehr Geld, mehr verdienen, dann müssen wir schauen auf der spirituellen Ebene. Das heißt, dass wir lesen diesen Abschnitt von Parashat Haman und wirklich daran danach auch leben. Ja? Und daran glauben, ja, es ist wirklich alles ist von Gott. Zweitens, dass man auch schaut, dass man seinen Schabbat ein bisschen mehr verstärkt und verbessert. Und drittens, das Wichtige, viel, viel mehr für die Torah investieren. Je mehr du für die Torah investierst, so öffnet dir Gott viel, viel mehr Tore für die Parnassah.